Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute machen wir gemeinsam meine WM-Prognose, beziehungsweise wir erstellen sie und ich zeige euch, was ich denke, wer die WM gewinnt, wer ins Halbfinale kommt, wer ins Viertelfinale kommt und. Ist auf jeden Fall eine richtig geile Videoidee. Ich habe richtig Bock auf das Format, vor allem, weil die WM vor der Tür steht. Diesen Monat geht es los in Katar. Ich bin krass gespannt, ob man richtig WM-Feeling bekommt im Winter oder ob es irgendwie anders ist als sonst, weil sonst ist es ja immer im Sommer in einem coolen Land, wo es sich auch gehört. Dieses Mal ist es ein bisschen anders. Aber trotzdem, WM ist WM, Freunde. Ich bin ehrlich, ich werde die WM trotzdem gucken. Vor Ort nicht, aber im Fernsehen schon. Wie macht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Ich habe Bock auf diese Prognose. Und ich würde sagen, wir fangen Gruppe A an. Ich würde sagen, ich laber jetzt gar nicht viel rum. Ich mache mal meine Prognose, dann kommt ein Cut. Und dann zeige ich euch, was für Ergebnisse ich hier in Gruppe A eingetragen habe. So, Freunde, das ist meine Prognose für Gruppe A. Ich glaube, Katar wird am ersten Spieltag das Eröffnungsspiel 1-2 gegen Ecuador verlieren. Ecuador noch ein Stückchen besser als Katar, glaube ich. Kenne mich mit Katar nicht so gut aus, aber würde ich mal sagen. Senegal verliert gegen Niederlande 3-1. Katar verliert 0-1 gegen Senegal. Niederlande gewinnt 2-0 gegen Ecuador. Ecuador spielt 1-1 gegen Senegal. Und Niederlande gewinnt gegen Katar 6-0. Damit ist die Niederlande erster mit einer Tordifferenz von 10. Ecuador zweiter mit einer Tordifferenz von minus 1. Knapp dahinter Senegal auch mit minus 1 und Katar ist auf dem letzten Platz. Und ja, damit haben wir Gruppe 1 schon mal fertig. Und das bedeutet, dass wir hier schon mal einen Achtelfinalisten haben. Aber diesen Baum gucken wir uns später an, wenn wir die ganzen Gruppen durchgemacht haben. Gruppe B, England, Iran, USA, Wales. So würde ich Gruppe B tippen. 4-0, 1-2, 2-0, 3-1, 0-1 und 1-3. Also England auch wieder klar Gruppenerster in dieser Gruppe für mich. Wales ist auch nicht schlecht, USA auch nicht schlecht. Iran, so ein Überraschungskandidat. Wenn die ein bisschen Glück haben, weiß nicht, könnten die auch auf Platz 3 landen oder so. Aber ja, realistisch würde ich schon sagen, sieht die Gruppe so aus. Vielleicht überrascht mich da auch irgendwas. Nach der WM werden wir uns dieses Video nochmal angucken. Dann bin ich auch krass gespannt, ob ich recht hatte oder ob ich komplett daneben lag, ne? Gruppe C. In der Gruppe C haben wir Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen. Argentinien übrigens für mich auch einer der Favoriten dieses Jahr. Messi und Di Maria zocken auf jeden Fall sehr gut zusammen, aber nicht der Favorit für mich. Denn da habe ich noch ein paar andere Nationalmannschaften, die noch mal ein Stückchen weiter vorne für mich sind. Gruppe C wird für mich so ausgehen. Argentinien gewinnt 3-0 gegen Saudi-Arabien, Mexiko 1-1 gegen Polen. Mexiko darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, Lewandowski wird aber auch bei Polen das ein oder andere Mal knipsen. Ich weiß aber nicht, ob er so krass performt, weil Lewandowski braucht schon ein paar Spieler, die ihn auch mal ein bisschen, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber gegen Saudi-Arabien wird Lewandowski 2 bis 3 Tore machen, sage ich jetzt hier offiziell schon mal voraus. Bin gespannt, ob das passieren wird. Argentinien hat die Nase ein bisschen vorne. Mexiko ist nicht schlecht. Darf man echt nicht unterschätzen, wie gesagt. Aber Argentinien ist nochmal ein Stückchen besser als Mexiko. Aber ja, Mexiko gewinnt hier wieder gegen Saudi-Arabien, Polen verliert knapp gegen Argentinien und damit ist Polen Zweiter und Mexiko Dritter für mich. Argentinien ganz klar auf der 1. Gruppe D, ganz klarer Favorit, für mich auch WM-Titelfavorit, Frankreich. Und ich glaube, Frankreich wird die Gruppe auch auseinanderschießen. Die haben so eine gute Elf. Allein Benzema in Topform, Kylian Mbappé in Topform. Die ganzen anderen Jungs, weiß nicht, wen die da alles haben. Bro, diese Nationalelf von Frankreich ist für mich unfair. Ich habe das 2018 im Stadion gesehen. Ich erzähle es euch immer wieder. Ich war ja live vor Ort in Russland, in Moskau. Finale gegen Kroatien. 4-2 hat Frankreich da gewonnen. Und jetzt sind diese Spieler wie Mbappé, wie Benzema nochmal in einer krasseren Form als vorher. Für mich Frankreich so OP mit zusammen Brasilien und Deutschland. Ich glaube, die drei sind für mich auf der 1, kurz dahinter Argentinien, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal Gruppe E. Deutschland ist in dieser Gruppe zusammen mit Spanien, Costa Rica und Japan. Spontan die Ergebnisse eingetragen. Für mich könnte das so aussehen. Deutschland punktgleich mit Spanien. Tordifferenz auch dieselbe, aber direkter Vergleich auch derselbe. Das heißt, muss man mal gucken, wer hier auf der 1 ist oder auf der 2. Ich glaube, derjenige, der mehr Tore geschossen hat, das ist in dem Fall Deutschland dann. 2-2 geht das Spiel aus, glaube ich. Spanien auch sehr gut, ne? Und bei Deutschland ist das Ding, da fehlt so dieser Stürmer. Timo Werner ist verletzt. Füllkrug wird das jetzt wahrscheinlich machen, habe ich gehört. Schade eigentlich, ne? Timo Werner hätte echt gut ins System gepasst, hätte ich gesagt. Schade, dass er sich verletzt hat, aber Füllkrug momentan auch gut drauf. Mal gucken, wie er bei Deutschland performen kann. Gruppe F. Jetzt Gruppe F. Deutschland, ihr müsst dieses Jahr performen. Ich will euch performen sehen. Ich will euch mindestens im Halbfinale sehen. Das hoffe ich
für Deutschland, dass sie es dieses Jahr packen. Die haben eine richtig gute Elf, eine richtig junge Elf vor allem und ein super Trainer vor allem. Kein Yogi Löw mehr. Digga, Deutschland. Ey, Junge, ich bin gespannt. Ich habe richtig Bock, dass die es weit schaffen. Und es wäre auf jeden Fall ein Traum, wenn die den Titel holen. So ist es natürlich, ne? Gruppe F. Marokko, Kroatien, Belgien, Kanada. Marokko darf man nicht unterschätzen. An meine Maroks. Ich weiß, ihr habt was drauf. Aber Kroatien mit Modric und Co. Super. Super Team. Kanada, da spielt Davis, ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber Belgien wird Kanada auf jeden Fall auseinandernehmen. Davis, du hast gut gespielt, wirst trotzdem zwei Dinger gegen Belgien kassieren. Belgien gegen Marokko auch nochmal ein 2-1-Sieg. Kroatien gegen Kanada, würde ich sagen, könnte schon so ein 3-1 werden. Kanada, Marokko, teilen die sich die Punkte 1-1 und Kroatien, Belgien, glaube ich, geht auch 2-2 aus. So ein Ding wird das. Das heißt, Kroatien ist auf der 1 mit einer Tordifferenz von 4 und Belgien auf der 2 mit einer Tordifferenz von 3. Gruppe G. Brasilien ist in dieser Gruppe, ne? Ganz klar Gruppensieger. Ja, bei den Ergebnissen weiß ich halt nicht, ob das stimmen wird alles, aber die Gruppe, also das ist das Wichtige. Guckt euch einfach mal die Tabelle an. Die Ergebnisse können auch natürlich komplett anders ausgehen, ne? Brasilien 1, Schweiz 2, Kamerun 3, Serbien 4. Auf locker! Uruguay, Südkorea, Portugal, Ghana. Das wird eine bisschen knappere Gruppe. Ich finde Südkorea nicht schlecht, finde Uruguay nicht schlecht. Uruguay ist übrigens zweimal Weltmeister geworden, glaube ich. 1930 und kurz danach auch nochmal. 12 Jahre später oder so. Ghana aber auch nicht zu unterschätzen. Diese Gruppe ist für mich sehr schwer. Portugal könnte auf der 1 landen, könnte aber auch auf der 2 landen, weil man darf niemanden in dieser Gruppe unterschätzen. Aber wir lassen es jetzt erstmal dabei. Und jetzt kommen wir zum krassen. Jetzt kommen wir zum krassen Turnierbaum. Achtelfinale Turnierbaum. Holland, Wales, Argentinien, Dänemark, Deutschland, Belgien, Brasilien, Südkorea, England, Ecuador, Frankreich, Polen, Kroatien, Spanien und Portugal, Schweiz. Das sind meine Achtelfinalergebnisse. Ich bin krass gespannt. Stell mal vor, das wird am Ende wirklich genauso aussehen wie hier jetzt im Video. Junge, Junge, Junge. Deutschland, knappes Ding. 2-2 bis zur 80. Minute. Und dann macht irgendjemand den Siegtreffer. Und die ganze Nation jubelt. Ich glaube, Brasilien wird es ein bisschen klarer sein. 4-1. Dann wird Südkorea noch das 4-2 machen. Aber bringt nichts mehr. Frankreich wird es auch ganz klar gegen Polen machen. 4-1. Auf, locker. Kroatien, Spanien wird sehr spannend. Kroatien hält lange das 2-2. Führen sogar 2-1. Spanien dreht aber noch 3-2 und alle sind glücklich, zumindest in Spanien. Und Portugal-Schweiz, auch ein sehr knappes Game. Am Ende kommt Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro und macht das 3-2 und das ganze Stadion zusammen. Viertelfinale. Holland, Argentinien. Jetzt muss ich es leider sagen. Ich glaube, das wird auch ein knappes Spiel. Irgendwie sowas wie 2-1, 3-1 für Argentinien. Niederlande wird, glaube ich, rausfliegen, weil Argentinien für mich ein Kandidat ist. Die eine Runde weiterkommen. Genauso wie hier jetzt. Für mich Titelfavorit auch zusammen mit Frankreich, Brasilien und Deutschland. Brasilien hat die Nase auch sehr weit vorne, aber wir hoffen natürlich auf Deutschland. Deswegen glaube ich, wird das so ausgehen, dass Deutschland das Ding am Ende 3-2 gewinnt, genauso wie gegen Belgien. Wieder so ein knappes Ding. Brasilien mit der Torchance, Konter, bumm, 3-2 und man gewinnt das Spiel. Hoffe ich zumindest, falls das der Fall sein sollte, dass die aufeinandertreffen hier im Viertelfinale. Könnte auch so ein Finale sein in meinen Augen oder so ein Halbfinale. England, Frankreich wird ein geistkrankes Spiel, aber ich glaube, Frankreich wird das 4-2 machen oder so. Wird auch sehr spannend sein, wenn das zustande kommt. Und Spanien, Portugal, da wird, glaube ich, Portugal rausfliegen gegen die guten Spanier. Cristiano Ronaldo verabschiedet sich, gewinnt leider nicht die WM. Aber es ist okay. Was erwartet man? Der Mann ist auch ein alter Knacker inzwischen. Viertelfinale ist geschehen. Wir gehen ins Halbfinale. Es geht ins Halbfinale. Argentinien gegen Deutschland. Deutschland gewinnt das Ding 1-0. In Verlängerung. Boom, 0-0 steht es die ganze Zeit. Man denkt, Junge, was passiert hier? 1-0 Verlängerung. Deutschland gewinnt das Ding. 113. Minute Götze oder so. Auf Finale angelehnt 2014. Frankreich, Spanien wird auch ein knappes Ding, aber dann am Ende muss Spanien aufmachen. Frankreich macht das 3-1. Und somit sind wir im Finale. Spiel um Platz 3 gibt es ja auch noch. Argentinien, Spanien. Da glaube ich aber, gewinnt Argentinien. Die sind zu gut drauf. 2-1 könnte das schon in meinen Augen ausgehen. Bro, vielleicht laber ich hier auch gerade so eine Scheiße. Ich werde mir das auf jeden Fall am Ende nochmal angucken. Und ich bin gespannt, wo ich recht hatte, wo ich viel zu viel Müll gelabert habe. Aber man weiß es ja nie vorher. Später ist man immer schlauer. Kommen wir zum Finalspiel. Deutschland gegen Frankreich. Die zwei Kandidaten im Finale. Ey, das wär's doch. Ich würde so hoffen, dass Deutschland das macht, ne? Aber ich glaube, Frankreich wird viel zu stark sein. Aber dadurch, dass wir hoffen, machen wir es so, wird es ein 2-1-Sieg für Deutschland. 1-1 geht es in die Verlängerung. Und dann in der Verlängerung macht Deutschland das Ding irgendwie rein und kriegt das Ding auch über die Zeit und hat am Ende den Pokal in der Hand und auch in der Luft. Deutschland gewinnt die WM 2022 in Katar gegen Frankreich. Bro, wenn das geschehen sollte, ne,
Ich drehe völlig durch. Ich würde es auf jeden Fall fühlen. Ihr, glaube ich, auch. Wenn ihr das genauso fühlen würdet, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace.